behalten wir es trotzdem bei. Heißt, wenn auch immer du ready bist, klappst und ich moderiere das Ganze mal an. Alles klar, okay. Hallo. Grüßen Tag. Servus. Heute zu Gast Fan. Ja, danke für die Einladung. Ganz interessant, ganz spannend. Ich bin schon sehr lange ein Big Boys Fan, seit Folge 1. Oh, wunderbar, das freut mich sehr zu hören. Ich werde das dann natürlich auch den anderen Big Boys weiterleiten, sehr insofern gut. Sie das nicht eh schon sehen, wenn Sie zuschauen, hoffe ich. Also vielen Dank dafür. Danke auch. Genau, du bist heute zu Gast wegen deiner Releases in letzter Zeit. Ja. Aber wenn ich einmal so sagen darf, der Mann hinter der Maske, Fabio Nocieri, habe ich das richtig ausgesprochen? Nocieri, aber ist schon okay. Okay. Ich bin alles gewohnt, von Nocieri bis Nocciolocci ist alles okay. Okay, ne? Ich habe selber auch einen komplizierten Nachnamen, also ich kenne mich aus. Ja. Genau, also prinzipiell, und du kannst mich jederzeit ausbessern, in meinem Research habe ich herausgefunden, dass du eigentlich Berufsmusiker bist. Also, sagen wir mal, verdienst eher dein Geld mit Musik machen, oder? Also, nein, das stimmt nicht. Nein, voll. Ich weiß nicht, was im Internet alles über mich steht. Aber, nein, gar nicht. Also, ich bin in einem Hotel angestellt. Ach so. Eigentlich, okay. Genau, als Nachtrezeptionist. Und, aber hast dann trotzdem viel Zeit für... viel Zeit, genau, für Musik und genau, und ich gebe auch Gitarrenunterricht. Genau, das wäre mein nächster Punkt, dass du auch unterrichtest. Genau, ich unterrichte auch und für alle, die also einen Gitarrenunterricht suchen. Contact me, jawohl. Richtig. Außerdem bist du auch noch in einigen anderen Projekten unterwegs. Das stimmt. Ich weiß nicht genau, ob es noch immer so ist oder war, aber du bist Bassist bei Fading Synergy? Ja, also Fading Synergy gibt es leider nicht mehr seit Februar letzten Jahres, aber voll. Bis dahin war es auf jeden Fall. Hat sehr Spaß gemacht, war eine gute Zeit. Und dann einmal einen kurzen Ausflug aus dem Metal raus bei Baloo und die Surfgrammeln. Genau, ja, da bin ich heute noch. Und du warst, und diese Band kannte ich nicht, da habe ich auch ein bisschen herumsuchen müssen, Possessed Shinobi, eine ehemalige Deathcore-Partie. Ja, fix, ja genau. Ja. Also. und zu guter Letzt eben könnte man dich auch kennen als Aushilfsgitarrist bei Turbo Bier. Ja, voll, ja. Also. Aber eigentlich, wie gesagt... Rody, Guitar Tech, was auch immer. Alles, ja, genau. Aber wie gesagt, eigentlich kennt man dich oder hoffe ich, dass die Leute dich kennen von deinem neuen Solo-Projekt, Fan. Ja, voll, das hoffe ich auch. genau. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir dich eingeladen haben und warum ich dich gern sprechen würde. In dieser ganzen... Bedroom-Guitarist-Szene, sage ich jetzt einmal, diese Solo-Gitarristen, die dann plötzlich immer mehr Releases raushauen können. Ja. Da hast du jetzt zwei Singles veröffentlicht und unlängst eine 5-Track-EP. Genau, ja. Genau, und da, mir gefällt es sehr gut, also ich bin ein Fan von Fan. Danke, das freut mich. Fan, ja. danke. Genau, und da kann man schon merken, also zumindest ich hatte den Eindruck, dass es von Single zu Single und zu EP immer ein kleines bisschen besser worden ist, alles. Also ja, ein bisschen mehr stimmt. Polished, ein bisschen einfach das Level hat sich etwas immer gesteigert und das ist dann ganz konkret, worüber ich mit dir sprechen möchte und dann am besten runtergebrochen auf verschiedene Ebenen. Ja, ist gut. Weil dazu kommt ja, dass du sagen wir mal, hauptsächlich Gitarrist bist und da die ganz einfache erste Frage, wie verbesserst du dich als Gitarrist? Was machst du, um ein besserer Gitarrist zu werden? Was mache ich, um ein besserer Gitarrist zu werden? Also ich höre mir sehr viel andere Gitarristen an, die ich mag, wo ich die Musik mag, die ich persönlich auch mag. Also ich höre sehr viele eben sehr viel Hans Huber zum Beispiel oder auch The Last Cell und voll und
Ich habe mir, ich weiß nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwo stecken bleibe oder merke, okay, es könnte was besser werden, dann höre ich mir sehr viel diese anderen Gitarristen an und versuche herauszufinden, was sie tun. Und jetzt nicht unbedingt nachmachen oder kopieren, aber einfach nach Wegen suchen, um ja, besser zu werden, kreativer zu werden, bisschen neue Blickwinkel auf die Musik und auf die Gitarre zu finden, genau. Weil du gerade zwei, sage ich mal, lokale Gitarristen ansprichst, mit Hans und mit Jean-Marc von The Last Cell. Genau, Geht es dann auch so weit, dass du, wenn du irgendwo steckst bei jetzt rein einer Technik oder so irgendwas, dass du denen einmal einfach eine Nachricht schickst, so, hey, wie? Ich habe das in diesem Song von dir gehört, was machst du da genau? Oder? na, so nicht. Also beim Jean-Marc ist es tatsächlich so, dass wenn ich wo nicht weiterkomme, dass ich dann halt auch eine Unterrichtsstunde bei ihm nehme. Und das haben wir schon ein paar Mal gemacht und es hat wirklich jedes Mal sehr viel geholfen. Und mit Hans, ich habe eh Jean-Marc vorhin gesagt, gell? Ja, ist voll. Und beim Hans, mit Hans, er ist nicht, mit Hans treffe ich mich jetzt auch immer öfters einfach auf ein Bier zum Beispiel. Und da redet man viel und da zeigt er mir jetzt nicht unbedingt was auf der Gitarre, aber er erklärt mir einfach, wie er die Dinge angeht und das merke ich mir und das probiere ich dann auch und das funktioniert auch, ja. Ja, das Definitiv. ist schön, dass man so irgendwie merkt, dass die Bedroom-Guitarist-Scene, die ich vorhin schon angesprochen habe, auch in Wien dann doch ein bisschen lebt, wenn die sich tatsächlich untereinander auch Ja, austauschen. definitiv, ja, voll. Genau, und ich schätze mal, du wirst dann darüber hinaus sicherlich auch die internationalen Gitarristen, die man so kennt, natürlich beobachten und anhören. Ja, es geht. Aber Also ich bin wirklich mehr an der Wiener Bedroom-Gitarrismus-Szene interessiert als ich, also ich hör ganz wenig andere Gitarristen auch noch, die sowas machen in die Richtung. Okay, das ist Voll. spannend, ja. Cool. Ja. Cool. Und sonst so tatsächlich jetzt irgendwie im Internet reine Techniken nachlesen oder so, ist das für dich eher schon, wo du sagst, na, ich bin eigentlich schon so gut mit meinem Instrument vertraut, daran scheitert es nicht mehr oder Na, ich wünschte, ich könnte das sagen. Aber es ist überhaupt nicht so. Nein. Ja, was ich bin was sowas angeht, meistens zu faul. Okay. Also es braucht, es, also, keine Ahnung. Das kommt einfach nicht. Ich glaube, ich nehme mal langsam die Maske ab, weil wenn es okay Okay. ist. The big face reveal. Ja. Guten Tag. Servus. Die Maske, ja, ich weiß nicht. Das ist so hinten immer so zugebunden und ich schaffe das nicht fest genug zu machen und dann rutscht es und das Ach ist Gott, blöd. ja. Wurscht. Muss ich noch eine Lösung finden dafür. Wo waren wir? Ah ja. Voll, ne? Also ja, also ich wünschte, ich würde mehr üben. Es ist leider wirklich so, dass ich die Gitarre hauptsächlich zum Liederschreiben in die Hand nehme. Und voll. Und es ist halt Okay. immer, ja. Ja, Es ist alles der gleiche Prozess. Also, das Liederschreiben ist gleichzeitig das neue Sachen ausprobieren und ein bisschen was Neues üben und auch noch gleichzeitig das Recorden. Also ich nehme beim Liederschreiben schon auch die Lieder schon auf Ja. und spiele alles ein, ja, voll. Genau, das führt mich dann eh sehr schön in meinen zweiten Punkt, weil Ja. es geht ja um wie man besser wird. Also für dich ist das quasi ein großes Gesamtes. Das heißt, Ja. beim Songwriting wäre eigentlich auf meiner Frage dieselbe Antwort, oder? Du hörst dir die anderen lokalen Gitarristen an und denkst, oh, das ist vielleicht ein interessanter Übergang. Ich Ja, probiere also mal. ja, voll, voll, voll. Also genau, ja. Ja, voll, nein, kann man so sagen, ja, voll, ne? Na, sonst beim Songschreiben, ja, voll. Na, fällt mir nicht mehr ein, außer ja, voll, ja. Und ja, und wenn du dann direkt recordest, weil ich glaube, das sind ja so die unterschiedlichen
sagen wir mal, wenn man sie in Extremen teilen möchte, die unterschiedlichen Philosophien, die einen Leute, na, ich klimpe einfach herum und drücke auf Record und wenn was Cooles rauskommt, dann höre ich zurück so, warte, da muss ich ja das irgendwie ausbauen. Und die anderen Leute sagen, die eher sagen so, nein, das muss erst vorher alles in Guitar Pro eingetragen werden und dann fange ich an, ja, das zu spielen. Ja, voll, genau. Ich bin keiner von den beiden. Okay, du bist irgendwo in der Mitte. Ich bin dann tatsächlich so, wenn ich sage, okay, ich schreibe jetzt ein Lied, dann fange ich meistens mit dem Schlagzeug sogar an. Ah, okay. Und tipsel zuerst einmal das Schlagzeug ein und programmiere mal das Schlagzeug für einen Part oder zwei Parts. Und dazu schreibe ich dann erst die Riffs. Mhm. Und so entsteht das Ganze. Wenn ich dann diese Riffs habe, dann kann ich mir überlegen, okay, ist das jetzt überhaupt ein Refrain oder ist das eher eine Strophe oder so, keine Ahnung. Und was wird da, was kommt da drüber, was kommt danach, was ist davor? Und dann kommen so Sachen wie Übergänge und so entstehen die Lieder. Ja. Und weil beim Songwriting bist du ja dann eigentlich verantwortlich für alles. Genau, ja. Wie hast du dir da Instrumente angeeignet, die quasi nicht Hauptinstrument für dich sein? Also eben Drums programmieren zum Beispiel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du tatsächlich Schlagzeug spielen kannst. Nein. Also Schlagzeug spielen können, ja, aber ich bin definitiv kein Schlagzeuger. Ja. Also ich kann... klassische Rocknummern kann ich schon mitjammen und sowas, aber voll. Kann jetzt nicht wirklich Schlagzeug spielen. Ist das voll, dann auch nein, was, ich glaube, das kommt einfach, ja. ich glaube, das kommt einfach daher, weil ich einfach schon in vielen Bands gespielt habe und da sehr und sehr lange auch schon in Bands spiele und das da immer schon sehr interessiert und sehr aufmerksam war in dem, was die anderen eigentlich tun. Okay. Und das so einfach in meinen Liedern übernehmen kann auch. Ja. Ja, na, ist ja cool, weil ich glaube, es ist unterm Strich, das ist natürlich das Schwierigste am Songwriting, nicht? Weil es gibt viele Gitarristen, die ihr Instrument gut beherrschen, aber es ist dann noch einmal ein Schritt zu sagen, ich schreibe aber auch einen interessanten Schlagzeugpart und eine interessante Songstruktur. Ja, voll, ja. Das ist urschwer, ja. Ja, aber das ist das bei dir auch eher Learning by Doing oder steckt da auch Theorie dahinter, wo du dir, also versuchst, eine bestimmte Musiktheorie anzueignen, um so dich zu verbessern? Teils. Also es ist viel Learning by Doing, aber ja, es ist, also gerade beim Schlagzeugspielen zum Beispiel, also beim Schlagzeugprogrammieren, es ist Learning by Doing und auch genauso, also wirklich, also da achte ich dann immer mehr auf Schlagzeuger, wie also höre mir Bands an, wie keine Ahnung, Northlane oder so, ja. Mhm. Und wo ja irrsinnig viel am Schlagzeug passiert. Und schaue ein bisschen mir vorzustellen, was der macht und wie ich das halt auf die Piano-Rolle kriegen würde, zum Beispiel. Ja, ja. Voll. Und ja. Also in welcher Hinsicht würdest du sagen, hast du dich jetzt, sagen wir so, innerhalb von Fan in deinem Solo-Ding am meisten verbessert? Also wo hast du am Anfang gehabt dieses tue ich mir schwer und wo du dann nach der EP gesagt hast, so na, da traue ich mir jetzt behaupten, da bin ich jetzt definitiv besser geworden, das habe ich jetzt besser im Griff. Okay, das ist eine gute Frage, weil ich weiß nicht, ich glaube, dass ich noch nicht so weit bin, dass ich sagen kann, okay, das kann ich, das kann ich urgut oder so. Nein, es muss auch nicht sein so, das kann ich urgut, sondern das kann ich besser als vor einem Jahr. Ach so, okay, ja gut. Alles. Alles, glaube ich. Mhm. Ja, es war ja so, dass ich am Anfang nicht gewusst habe, was genau ich jetzt für eine Musik machen will. Ich habe immer schon viel geschrieben. Aber jetzt, wie es dann eben im ersten Lockdown mit Fan angefangen hat, da war es am Anfang noch gar nicht klar, was für eine Musik das wird und habe einfach rumprobiert und dann ist eben die erste Single Iris entstanden und dann habe ich mir gedacht, okay, wurscht, mache ich halt Metal. Okay. Voll. Ja,
Gut, dann kommen wir eigentlich eh schon quasi zu dem letzten Schritt von dem Ganzen, wenn man jetzt sagt, okay, du bist ein Bedroom-Guitarist, weil am Anfang hast du mal die Gitarre in der Hand, dann fangst du an, ein Schlagzeug zu programmieren und dann kommt das ganze Recording, Mixing, Mastering, Producing und so weiter. Voll. Das machst du ja auch alles selber, oder? Habe ich das richtig verstanden? Nein, das nicht. Also ich schreibe wirklich nur, nehme auf und programmiere. Abmischen und mastern tut das dann ein sehr guter Freund von mir, der Simon Windisch heißt er. Der hat auch bei Fading Signature Gitarre gespielt. Und ja, der hat das gelernt und kann das einfach sehr gut. Der hat auch sehr lange Tontechnik unterrichtet. Okay. Und bei dem ist es halt auch wirklich so, dass der kennt mich und wie ich meine Lieder schreibe und der weiß, also ich schicke ihm halt die Demos und die Spuren und er weiß, wie er das so umsetzen muss, dass es so klingt, wie ich es haben will. Okay, ja. Voll. Okay. Wäre das aber etwas, wo du sagst, darauf arbeitest du noch hin oder interessiert dich das nicht? Also ist das für dich eher so etwas, wo du sagst, na, weißt du, ich mache die Songs, die schreibe ich und es gibt Leute, die das einfach so viel besser können auf dem Level. Ja, es ist so. Es würde, glaube ich, jetzt zu viel Zeit dabei drauf gehen, einmal das Ganze zu lernen. Und bis ich die Tontechnik so beherrsche, dass ich meine eigenen Sachen so abmischen kann, wie der Simon es jetzt tut zum Beispiel. Ich glaube, da ist es besser. Ich verwende meine Zeit, um Lieder zu schreiben und schaue, dass die Kompositionen fertig sind und während er das abmischt, kann ich schon die nächsten Sachen schreiben und voll. Und ich spare mir Zeit und der Simon hat was zum Tun, somit. Okay, ja, nein, es ist eh auch super, man muss das Rad irgendwie am Laufen halten. Genau, ja. Cool. Heißt, in der Hinsicht hast du für dich eh schon eigentlich einen ziemlich netten Workflow gefunden. Definitiv. Zumindest ein Teil an Arbeitsverteilung. Ja, ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz cozy und ganz angenehm. Ja, definitiv. Weil ich denke, dass das etwas ist, wo man eben auch ganz ehrlich sein muss. Ich kenne das selber auch aus anderen Sachen, wo man weiß, okay, diese Aspekte kann ich gut, diese Aspekte mag ich mir noch aneignen. Wird es eher nicht so sein. Ich mache lieber die anderen. Nein, das ist eh wichtig. Gehört irgendwo eh auch zu dem Ganzen, wie wird man besser, weißt du, wenn man drauf kommt, dass das Mixing Mastering liegt mir nicht so oder keine Ahnung, wo ich anfangen muss, dann ist vielleicht das, wie man besser wird, um es nicht zu machen und sich diese Zeit und Ressourcen einzuteilen für etwas, wo man tatsächlich noch einen Schritt weitermachen kann. Definitiv, ja, voll. Und es ist auch wirklich, wirklich gut, also in einer Szene, wie wir sie haben in Wien. Es können wirklich viele Menschen irrsinnig viel, das andere halt nicht können. Und ich finde, dass es da auch, also dass da viel mehr gefragt gehört und viel mehr miteinander gearbeitet gehört. Also eben, es ist Fan, all dem, was ich mit Fan heute geschafft hatte oder gemacht habe bis jetzt, hätte ich niemals machen können, wenn ich nicht Leute gefragt hätte und Freunde gefragt hätte, die mir dabei helfen, zum Beispiel die Musikvideos. Eins ist jetzt draußen, ein anderes kommt von Michelle Arbert zum Beispiel, die hat auch die Fotos gemacht und die ist wirklich großartig darin. Ja. Und ich weiß, ich werde immer mit der Michelle bei sowas zusammenarbeiten, weil auf die kann ich mich verlassen und die weiß auch, wie ich es haben will und ihr macht das auch Spaß. Der Simon wird immer meine Lieder abmischen, weil Detto und keine Ahnung, die Denisa zum Beispiel, Denisa Gess hat das Logo gemacht. Sowas kann ich auch gar nicht, Grafik, bin ganz schlecht darin. Ja. es ist alles voll und es sind so viele verschiedene Sachen, aber so wichtig, dass ein Projekt gut ausschaut und gut klingt und einfach gut umgesetzt werden kann. Und da finde ich, ist es auch wichtig, dass man sich Leute holt, mit denen man zusammenarbeiten kann und ja, dass man sich da gegenseitig unterstützt auch. Absolut. Das ist ja sehr schön, weil das ist
unterm Strich auch unser Mission Statement beim Podcast, dass man sagt, hey, es gibt so viele Leute draußen, die das alles machen und können, und meistens ist es nur ein, hey, ich brauche das, kannst du das? Und dann ergibt sich eher eine Zusammenarbeit irgendwie, weil es will ja eh jeder was tun, was ihnen Spaß macht oder was eine Leidenschaft ist. Aber du hast gerade etwas erwähnt, was eh auch etwas ist, worauf ich noch kurz zurückkommen wollt. Nämlich, du hast ja, ich meine, haben wir ja gesehen mit der Maske, du hast quasi ein kann man fast sagen, eine Art Alter Ego geschaffen. Und um so die Promotion irgendwie ein einheitliches Etwas zu geben, was aber nicht gewöhnlich ist, was sich abhebt von dem, was man vielleicht kennt. Wie man es auch von anderen Sachen kennt. Ich meine, unlängst gab es ja diesen riesen Hype um Sleep Token, was auch sehr urgeil, eigen ist und Maske und man weiß nicht, wer es ist und so. Das ist jetzt bei dir nicht der Fall, aber oder wir haben das erste, den Reveal. es ist natürlich eine sehr bewusste Entscheidung, aber wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen? War das etwas, wo du gesagt hast, schauen wir mal, oder war das was sehr Bewusstes? Na, also die Maske war eine sehr bewusste Entscheidung. Also ich wollte unbedingt etwas Eigenes haben, woran man mich sofort erkennt. Und was mich halt eben heraushebt, also in der Szene halt ein bisschen herausstechen lässt. Und ja, die ist sehr auffällig und ich mag diese venezianischen Karnevalsachen und voll. Dann habe ich mir die einfach gecheckt und auch gleich gesehen, die ist super. Ja, sie ist wirklich toll. Also cooles Farbschema auch, sehr, sehr markant und auf jeden Fall direkt erkennbar. Also wenn man irgendwo so eine ähnliche sieht, Fan. Ja. Und dann darum geht's. Das ist ja das Schöne dahinter. Heißt, du hast schon einiges an Zeit und Gedanken auch, sagen wir mal, schon in Promo von deinem Projekt gesteckt. Definitiv, Hast du da für dich dann quasi einen ganzen Plan schon ausgeschrieben oder ist das eher so ein, du stückelst das einmal zusammen, aber es ist trotzdem immer im Hinterkopf? Es ist leider zu wenig geplant und zu vieles spontan. das hauptsächliche Ding bei dem Fan, worum es mir geht, ist, waren immer die Lieder und die Musik halt. Und das Ganze drumherum. Das ist einfach entstanden, weil ich mir eben, da habe ich mir dann eben die Gedanken gemacht, okay, ich brauche eine Maske zum Auffallen, ich brauche ein Fotoshooting, ich brauche dann ein Musikvideo zu dem Lied, ich brauche das und das, aber dann, das war alles nur irgendwie auf diesen nenne ich das, Entdecker, diesen Entdeckergedanken quasi, wie was soll man sehen, wenn man mich findet quasi, und also wenn man meine Musik hört und wenn man dann ein bisschen recherchiert, was man da zu sehen hat, so auf die Art, jetzt dann eben so Sachen wie okay, ich werde zu Interviews eingeladen, wie von euch jetzt zum Beispiel, ist halt, da habe ich mir zum Beispiel überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, wie will ich überhaupt auftreten? Ist Fan, also dieser maskierte Gitarrist, ist das ein eigener Charakter oder bin das einfach ich mit einer Maske auf? Und da bin ich noch mittendrin, da weiß ich noch wirklich noch gar nicht, wie sich Fan von mir unterscheidet und ob es jetzt um mich als Musiker geht, wo halt Fan einfach auch dieses Projekt ist, oder ob es wirklich Fan ein eigener Gitarrist ist quasi, ein eigener. Es ist schwer zu erklären, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, schon. Also eben, ob du es wirklich als komplett eine Eigenschaft, sagen wir mal so wie Buckethead, vielleicht kennst du Buckethead, der mit seinem KFC-Bucket am Kopf, der auch in Interviews und so nicht anders auftritt, sondern er ist Buckethead. Bitte nur so wahrnehmen und nicht als ein Mensch, der halt das anzieht und dann Gitarre spielt. Ist auf jeden Fall sehr spannend und sollte deine Meinung da irgendwann einmal
deutlich werden, erwarte ich mir dann natürlich den Takedown-Request für dieses Video. Also selbstverständlich, ja klar. Nein, das muss man jetzt löschen. Wir werden darauf zurückkommen, wenn es soweit ist. Nein, aber ich glaube, der Grundgedanke, den du erwähnt hast, der ist ein ganz interessanter und ganz wichtiger, dieses, es geht um die Musik und irgendwo, wenn man die Person zu eher etwas Abstraktes macht, geht es wieder mehr um die Musik und nicht um, ah okay, aber in diesem Video hat er seine Haare komisch oder so irgendwas. Ne? Das ist dann eher. Man legt somit den Fokus mehr auf die Kunst, indem man eine Kunstfigur richtig, kreiert. Ja. Und das ist auf jeden Fall ganz spannend. Voll. Das heißt, weil du gesagt hast, eigentlich müsstest du noch mehr Zeit investieren in die ganzen Promo-Sache, aber wird dann sicherlich einmal kommen. Sicher, das kommt alles. Es ist mitten im Geschehen noch, mitten in der Entwicklungsphase, in der ersten jetzt. Es wird sich noch viel tun über die Jahre. Aber cool, dass du dann trotzdem schon einfach mal einen Anfang machst und Musik veröffentlichst und nicht einfach Songs hortest, bis du ein 20-Track-Album raushauen kannst. Habe ich nicht mehr ausgehalten. Also ich habe diese DEP ist jetzt wirklich seit Oktober, glaube ich, 2020 fertig und habe es aber jetzt im März erst rausgehaut und das war so schrecklich. je länger das gedauert hat, desto unsicherer wurde ich mir. Okay. Und habe dann auch wirklich an mir selber gemerkt, wie ich dann einfach angefangen habe, auch so jetzt gar nicht die Sachen, die gar nichts mehr mit meiner Musik zu tun haben, sondern generell einfach ständig zu überdenken und mir viel zu viele Gedanken und Sorgen zu machen. Aber das war einfach, weil ich einfach mein Zeug so lange zurückgehalten habe und das hat mich wirklich fertig gemacht auch. Ja. Und jetzt ist es endlich draußen und jetzt, ich glaube, ich mache es einfach wirklich so, dass es muss von vornherein mir immer Spaß machen und es soll wirklich so laufen, wie ich es mir vorstelle. Na, das ist das Wichtigste, denke ich. Voll, ja. Da gebe ich da komplett recht. Vielleicht zu guter Schluss. Meine Recherchen waren jetzt nicht so korrekt. Also ich hoffe, alles gut. Das ist auch so ein Ding. Also es steht ja auch kaum was über mich drin. Man kriegt ja immer irgendwas mit. Hey, der war mal dort oder der war mal da. Ja. Der kennt den. Wer ist das eigentlich? Das ist nicht ganz klar. Ja, ich habe in einem anderen Interview irgendwie gehört, dass es auch irgendwie ein Collaboration-Album oder Collaboration-Tracks geben könnte. Kannst du uns mehr dazu verraten? Oder möchtest du uns mehr dazu verraten? Wenn du sagst, es ist noch alles zu secret, dann natürlich nicht, aber... Nein, gar nicht. Also es sind... also was ich verraten kann, es sind schon einige Songs gemacht worden, die Demos zumindest, mit anderen Musikern. Wo wir dann aber, weißt du, wenn mehrere Menschen miteinander arbeiten, dann ist es halt immer so, dass jeder sich das halt ein bisschen anders vorstellt und das dauert ein bisschen, bis man das die gemeinsame Lösung gefunden hat irgendwie. Und deswegen dauert das bei manchen Liedern auch schon noch ein bisschen. Es ist dann halt auch so, dass das Musiker, viele Musiker sind halt wie die meisten Musiker, nämlich ein bisschen, ich finde jetzt kein passendes Wort dafür, aber weißt du, es dauert einfach manchmal, bis mal was zustande kommt. Ja. Und das ist ganz normal und bin auch niemandem böse deswegen und deswegen dauert das Ganze auch einfach. Aber was ich schon mal verraten kann, ist, dass schon sehr bald ein wunderschönes Lied mit einem anderen Gitarristen auch kommen wird. Voll. Cool. Und ich habe jetzt noch nicht mit ihm drüber geredet, ob ich das sagen darf oder nicht. Deswegen sage ich es. Naja, wir haben keinen Namen genannt, also es weiß eh keiner, wen du meinst. Also. Ist eh wurscht, ja. ist das dann auch ein Fan-Release? Das ist dann, genau, das sind alles
Fan-Releases mit Features quasi ja, drauf. Ja, ja. Cool. Mhm. Ja, sehr spannend. Also ich freue mich schon drauf. Ich finde ich finde sehr cool. Ich mag auch, also für vielleicht für alle, die es noch nicht gehört haben, es gibt dann eh einen Link hier unten irgendwo zu deiner letzten EP. Ich finde es sehr cool, dass du doch ein bisschen Genre hoppst. Also manche Sachen sind ein bisschen härter, manche Sachen sind ein bisschen schöner, manches passiert in einem Song, ja, voll, dass es einmal so und so geht, also dass es auf und ab geht. Ich finde das ganz, ganz spannend. Ich hab's jetzt schon ein paar Mal gehört, mir hat sehr viel Spaß gemacht zum Zuhören. Das freut mich. Und wie gesagt, ich finde das schon, dass man auch merkt, dass von den zwei Singles zu EP eine steigende Linie drin ist. Definitiv. Also das ist, es ist jetzt auch, also ich habe jetzt mit der zweiten EP angefangen. Und es sind auch schon 3 Lieder fertig. Die sind halt wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Also es sind ein paar andere Elemente jetzt auch drinnen, als diese nicht nur Progressive Metal halt, aber wurscht, schwer zu erklären jetzt, wenn man es nicht hört. aber da finde ich auch selber, dass auch von der EP, die jetzt rausgekommen ist, zu dem, was ich jetzt gerade schreibe, ist auch eine enorme Steigerung drin und ich kann es kaum erwarten, das endlich herzuzeigen. Cool. Na, ich glaube, das ist eigentlich unterm Strich das Wichtigste, wenn man solche Sachen zum, ich sag mal unter Anführungsstrichen, zum Spaß macht oder weil man sie halt irgendwie machen muss, um sich halt irgendwie selbst zu verwirklichen, ist es sehr schön, wenn man auch selber den Fortschritt merkt und selber sieht, ah, das ist weitergegangen und sicherlich, wenn man dann ein bisschen reflektiert, auf, okay, diese Single habe ich vor einem Jahr geschrieben und das, was ich jetzt schreibe, ist boah, so viel besser, voll. Das merke ich selber. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Gefühl, denke ich mal. Ja, finde ich auch. Ja. Definitiv. Ja, eigentlich war es das mit meinen Fragen. Also zu guter Letzt hast du nochmal die Chance, Shoutouts, vielleicht möchtest du noch irgendwelche Tipps teilen oder was du gelernt hast, irgendwelche Take-Home-Messages. Kannst jetzt sagen, was du möchtest. Okay. Zuerst einmal Shoutout an Henrik Huber, weil er ein cooler Typ. An Sean Mark, weil er ist auch ein cooler Typ. An Simon Windisch, der mein Zeug abgemischt hat. Hört euch auch Skiltura an, der hat viel zu wenig. Ich glaube, der könnte noch ein paar Zuhörer vertragen. Was noch? Voll, wenn ihr selber Lieder schreibt, lasst euch nicht von Schreibblockaden aufhalten. Genau, voll. Nehmt euch einfach mal ein bisschen Zeit. Es geht alles vorbei, schreibt was anderes oder so. Oder schreibt es mal nicht, macht mal Pause. Es ist nicht schlecht. Auch wenn Sachen ein bisschen länger dauern. was noch? Ja, das war's eigentlich eh. Voll, glaube ich. Alles ist spontan aus mir rausgegangen. Ah, nein, aber das ist, glaube ich, eher ein sehr wertvoller Tipp, dass wenn man mal eine Blockade hat, man muss nicht auf Zwang irgendwie jetzt, aber es muss jetzt fertig werden. Das können nur die allerwenigsten. Das dauert auch manchmal, ja. Ja, voll. Na, wie gesagt, das können nur die allerwenigsten wirklich auf Zwang dann so etwas umbiegen und fertig schreiben. Wenn ein Song 2 Wochen braucht, braucht er 2 Wochen. Und wenn er 2 Jahre braucht, braucht er 2 Jahre. Voll. Genau. Gut, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei dir und bei Fan bedanken. Wir danken auch. Wir werden alle möglichen Links natürlich in die Description hauen zu alle Leute, die du erwähnt hast, zu deiner Musik. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken bei der Klangfarbe Wien. Das meiner Meinung nach beste Musikgeschäft, für ihren Support, nicht nur den Support, den sie uns bieten, sondern auch der ganzen Wiener und österreichischen Musikszene. Und ja, wichtig ist, bleibt massiv, stay big. Wird euch. Passt nicht, nehmen, ich habe es.